Ja, Sass und herzlich willkommen zu einer Schlacht, die so ein bisschen interessant zu werden droht. Weil ich nämlich hier in Dardanien jetzt einfach mal beschlossen habe, eine Siedlung anzugreifen. Das Problem mit der ganzen Sache ist eigentlich nur, weil die können nicht hier so stehen bleiben, die hier müssen eigentlich woanders hin, dass potenziell hier Verstärkung kommt und die uns einfach nur überlegen sind. Ich habe eigentlich gesagt, die sollen das nicht machen. Dachte ich. Okay, dann machen wir das. Das ist halt einfach so. Hals- und Beinbruch. Wo sind die? Ja, Miliz, Miliz, Miliz. Den nächsten anvisieren. Das jetzt zumachen. So, ihr müsst auch mal woanders hin, und zwar hierhin. Ihr müsst auch woanders hin, und zwar hierhin. Ihr müsst woanders hin, und zwar hierhin. Kommen die anderen schon? Jo, die kommen schon rüber, oder? Nee, die warten. Yes! Dann haben wir eventuell doch noch eine Chance sogar. Wenn die derartig doof sind. Können halt richtig super in diesen Blob hier reinschießen. Ja, die haben auch schon keinen Bock mehr. Sieht man richtig. Ja, die kriegen jetzt einfach nur voll eine aufs Fressbrett. Ja, alle Mann hier drauf, würde ich jetzt sagen. Genau, brav, bleibt stehen, metzelt sie nieder. Helf mit. Ja, die müssen noch so ein bisschen aushalten. Ja, ist nicht so schlimm. Die hier verlieren auch gleich den Mut, die werden komplett zusammengeschossen. So, jetzt wird's interessant. Alle Mann auf die hier. Wieso sind die denn schon wieder da? Warum sind die noch nicht weg? Schaffen das auch so.
Okay. In die reinschießen. Haben wir auch mal genug? Halt, stopp. Verstärkt die Flanke. Oder geht lieber hier hin, das stimmt. Fernkämpfer sind scheiße. So, vielleicht können wir die noch in die Flucht schlagen. Die Aristie brauchst du gerade noch nicht. Hoffe ich. Okay, vielleicht brauchst du sie doch. Ach komm, scheiß auf. Okay, ihr habt hier gewonnen. Das heißt, ihr geht jetzt hier hin. Die Schlacht werden wir so verlieren, definitiv, aber. Ich will auf jeden Fall noch welche von denen mitnehmen. Wie der sich einfach immer wieder rausziehen kann, die Sackratte. Ernsthaft. Hau ihn nieder. Ja, komm. Ja, Hector kämpft noch. Lol, hat er gerade meinen Hector weggefletscht. Ja, nee, ist klar. What the fuck ist da bitte passiert? Also bis auf das Ende war das jetzt eigentlich okay, aber das war jetzt ein bisschen seltsam. Ja, war glorreich. Er hat immer noch viel zu viele übrig, aber wir haben ihn ganz gut eingeschenkt. Genau, der ist gestorben, den hat Hector. Aber der hat auf einmal den komplett weggefletscht, unseren Hector. Wieso könnten wir. Nee, es gibt irgendwie keinen Sinn, dass der so hart. Ist richtig. Ich würde ganz gern wieder zurück.
Die sind zu kaputt. Ich kann mich jetzt hier hin zurückziehen, um die Verstärkung zu kriegen. Ey, leck mich doch irgendwie. Dass er mir halt einfach die Rüstung klauen kann, obwohl ich noch lebe. Ist halt einfach nur so... Nein. Ja, ich hätte vielleicht doch lieber das nehmen sollen. Oder halt das hier ist, glaube ich, noch fast besser. Also immer ausgeruht sein ist halt cool, wenn wir halt im Marsch sind. Er kommt halt sowieso nur bis hier. Er kommt aber bis hier, wir kommen bis hier. Das heißt, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, ja. Also das oder das wäre auch schon cool gewesen. Plus 5 nach haben wir schon. Plus ja, von Schwerteinheiten. Wir haben viele Schwerteinheiten. Von allen bei Belagerung, ja, nehme ich lieber die hier. Nochmal 8% immerhin. Nahkampfschaden, Nahkampfschaden bei Land und Hinterhalt. Noch plus 50. Er macht halt sehr viel mehr Schaden, aber... Plus 60 ist aber irgendwie nicht 1300, sondern 1200. Wieso sind wir denn bitte auf einmal bei... Okay, ich frag jetzt nicht. Ja, meine Nahkampfabwehr wäre gar nicht mal so verkehrt bei ihm, weil er Schaden ist zwar schön und gut, aber er stirbt halt viel zu schnell. Aber ich würde fast sagen, das hier. Erholung, Startlimit, immer ausgeruht. Das ist halt cool beim Marsch, aber das hier ist halt bei jeder Schlacht cool, deswegen nehmen wir jetzt einfach das. Und ziehen uns jetzt so weit zurück wie möglich. Wie weit kann er? So oder so nicht bis hier. So, kriegen wir noch ein bisschen Verstärkung. Ja, uns haben uns auch ein paar andere Fraktionen den Krieg erklärt. So im runden Wechsel, nämlich viele. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch bald hier noch eine neue Armee brauchen. Das hier brauche ich fast nicht mehr. Also ich krieg... Ja, hoffentlich bald die hier. Die sind ziemlich geil. Kosten halt auch ordentlich viel im Unterhalt, aber ganz ehrlich, die kosten fast genauso viel und sind sehr wesentlich schlichter. Von daher. Ja, mal gucken, ne? Auf jeden Fall ganz schön Aua kassiert. Muss unbedingt jemand holzlos werden? Du willst holzlos werden. Du willst richtig dringend holzlos werden. Und du willst Gold und Stein. Du kannst von mir aus Gold haben, aber vor allem will ich Holz. So. Ja komm, das ist für mich... Lol. Von mir aus kriegst du noch ein bisschen Nahrung dazu. Oder warte mal, wir nehmen einfach mehr Holz. Hey! Ja komm. Wir kriegen, also das kriegen wir durch unseren Last sowieso wieder rein. Dann nehme ich lieber das Holz. Ja, wir haben jetzt schon 1000 Gold. Und jetzt kriegen wir immerhin 900 Holz pro Runde. Das ist auch schon mal was wert. Will noch irgendjemand ganz dringend holzlos werden? Die hier, aber die will ich ja angreifen. Also kann ich mit denen nicht handeln. Horden-Amazonen, die wollen Holz, die, du hast viel Tlava, mit dir haben wir gar kein Abkommen, können wir irgendwann mal angreifen. Wir kriegen mit dir halt wieder verdammt noch ehrlicher Händler. Ja, genau. Dich kennen wir noch gar nicht, du bist im Krieg mit Asia. Du hast irgendwie von, nein, nicht Angriffspakt will ich nicht, ich will vor allem dein Holz. So, 200 gegen, du willst Nahrung. 300. 600. Das ist ein starker Tarif, aber immerhin. Passt eigentlich. Ja, können wir machen. So. So, dann läppert sich das nämlich. Dann können wir nicht relativ fix das hier aufnehmen. Dafür bräuchten wir halt nochmal knapp 300. Okay, der will gerade nicht, weil er uns schon sehr viel gibt. Troja hat auch sehr viel Holz.
Sag mal, Papa, was ist mit dir verkehrt? Okay, Papa. Das sind mal locker flockig tausend, die du mir einfach in den Rachen wirfst. Okay, das macht er jetzt nicht mehr, aber der Fug. Danke, Papa. Ja, jetzt ist easy. Gibst du mir vielleicht noch so ein bisschen Holz so? Ich bräuchte so nochmal 200 vielleicht. Du brauchst Bronze. So viel Bronze haben wir jetzt auch nicht, ne? Uff. Du willst ganz schön viel Gold dafür haben. Ja, Gold haben wir gerade genügend, Bronze geht's, aber. Ja, immerhin, wir kommen eigentlich noch ganz in Ordnung weg. Gut, dann können wir auf jeden Fall nächste Runde schon mal das eine wichtige Gebäude bauen. Jetzt hoffen wir mal, dass hier alles gut geht. So, Paris mal. Okay, Paris sollte bei Zeiten voll auf die Omme kriegen. Habt ihr denn alle gegen mich? Sag mal, ich hatte 2 Runden lang ohne Krieg, die ich jetzt im Off abgehandelt habe. Und jetzt kommen so zigtausend die Schilde von Phrygien. Schild des Osten. Okay, das will ich auf definitiv haben. Eigenschaften haben Träge. Wirklich jetzt? Einkommen bei Untätigkeit. Baukosten alle Gebäude. Rekrutierungskosten gesenkt. Das ist auch geil. Verrat anprangern. Erfolgschance von. Nach Erfolg der Aktion, ja. Untätigkeit wollen wir ja nicht haben, weil dann wird er träge. Ich war schlicht nicht daran interessiert. Das ist geil. Also die ersten paar Sachen bringen es halt echt nicht so, aber später dann schon. So, wo steht jetzt die Rebellion bevor? Kriege aber mal einen Bonus von 8 drauf. Leck mich doch. Der ist ein bisschen kaputt, aber. Speerträger von ihm sind halt scheiße. So, Aeneas, komm mal ein bisschen näher ran und hilf mal mit.
Sorry. Ich muss euch irgendwo mal angreifen. Euch auch. Ich greife jetzt einfach alle an. Ich muss aber irgendwie mich noch nach unten absichern. So, besser. Die berühmte. Ja, die berühmten sind auch nicht so schlecht, aber. Hectors Auserwählte, so mit 44, 60, sind halt doch besser als die hier. Die kosten 122, die kosten 210 und 80, na gut. Die Wachen von Troja sind tatsächlich nicht ganz so gut wie die berühmten Schwertkämpfe. Die trojanischen Verteidiger sind halt, ja, ganz nett. Sie haben halt einen enorm hohen Schaden, aber haben halt die Hektors Auserwählten auch. Schon die schweren trojanischen Speerträger sind auch nicht so schlecht. Sind aber schon wieder langsam. Also das Gebäude brauche ich eigentlich, wenn überhaupt, nur wegen den relativ billigen Schwertkämpfern. Ja, nehmen wir es einfach mal mit. Komm, ganz ehrlich, dann haben wir es. So, welches Arschgesicht von euch hat jetzt eigentlich meine Rüstung? Erniedrigung der Toten. Ich will meine Rüstung. Hey! Sag jetzt bloß, er hat den Kommandanten aufgelöst, der jetzt die Rüstung hat oder so. So, ich warte noch, ob ein Neas rankommt. Hoffentlich ja. Wenn nicht, bin ich ein bisschen am Arsch. Wenn nicht, wird das witzig. Sonst geht's euch auch noch gut, oder? Also ich könnte Holz gebrauchen. Bist du des Wahnsinns? Mittlerweile machen die gar nicht mal mehr so gerne die Tauschabkommen über mehrere Runden. Ich glaube, die KI hat gecheckt, dass es für sie nicht so unbedingt zum Vorteil gereicht. Naja. Ja, aber das geht hier eigentlich. Nein. Nein. Einfach nein. Ich habe hier doch noch eine Siedlung. Die habe ich immer komplett vergessen. Ups. Vor allem Paris, das verdammte Arschloch, ne? Sabotage minus 20. Die kleine Bitch, ganz ehrlich. Ja, aber Aeneas ist schon mal da. Und er hat jetzt irgendwie weniger Truppen, interessanterweise auch noch. Ja, das ist jetzt easy. Das können wir auch automatisch machen noch. Wieso hat Aeneas jetzt kaum was verloren und ich total viel? Und wieso hat er viel mehr getötet, aber weniger Verluste? Fick dich. Nix da.
Ich will meine Rüstung wieder. Ey! Diese scheiß Niederlage hat mich um meine Rüstung gebracht. Du willst mich doch jetzt hart trollen, bitte, oder? Ich krieg meine Rüstung nicht zurück. Ja, danke, Spiel. Für nichts. Fick dich. Tschüss. So, dann machen wir das halt alles neu. Das sehe ich jetzt nicht ein. Ich kann meine Rüstung nicht zurückerobern, weil die nicht mehr da ist. Super. Naja, ich heirate.